Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu 7 Days to Die in der Alpha 19. So, ich bin jetzt schon mal vorgelaufen. Ich hatte hier so ein auf einer Anhöhe im Schneegebiet ein Schloss gesehen. Das würde ich ganz gerne mal looten. Ich habe jetzt mal nachgeguckt und wir haben tatsächlich, also alle Baupläne, die wir gelootet hatten, sind verschwunden. Weg. Das heißt, wir können also auch gar nichts großartig herstellen. Von daher müssen wir jetzt gucken, ob wir neue Baupläne finden. Da kommt einer, da kommen zwei. Na komm her. Die machen wir mal zu. Ich will nicht, dass die mir in den Rücken fallen. So. Ja, Madame. Verschlossen. Na, ich helfe dir, das geht ein bisschen schneller. Bin ein bisschen ungeduldig jetzt. So. Machen wir erstmal die Etage sauber hier. Bevor wir looten. Na, hier ist garantiert doch einer. Wollte ich doch sagen. Zwei sogar, drei sogar. Ach, meine Güte. So. Hier ist auch keiner mehr drin. Okay, wie sieht's hier aus? Nein, bleib liegen. So, bleib liegen. So. Dann ist hier auch sauber. Gut, dann machen wir. Da kommt da jetzt garantiert einer raus, oder? Nein, doch nicht. Hier geht's in eine Garage oder so. Gucken wir mal rein. Nach oben geht's da auf jeden Fall nicht. Da ist eine Werkbank. Gut. Ja, ist ja gut. Da geht's raus. Okay. Gut, ich glaube, dann ist die Etage sauber. Dann können wir hier in der Etage anfangen zu looten. Da war schon mal wieder ein Buch. Das ist fein. Ja, so. Da war nichts mehr. Da war auch nichts mehr. Da geht's mit sich dann auch wieder raus. Dann gehen wir hier rum. Und da sind wir gekommen. Nüpft.
So. Bisschen Munition. So, ich glaube, Toilette hat mal geblutet. Jawohl. Den auch. Gut, dann sind wir hier auch soweit. Dann gehen wir nach oben. Ja, ich weiß, da ist jetzt einer drin. Nicht weglaufen. So, bei dem Krach, den wir machen. Da ist eine Tür hinter. Nüscht. Dann geht's noch weiter hoch. Dann machen wir den direkt. Ist da was hinter? Nee. Ja, Bücherregale. Komm. Ja, ja. Mach langsam. Ich lass mich erstmal die Bücher lesen hier. So, mein Freund. Die Bibliothek des Hauses, sozusagen. Na, hier, hier bin ich. Falsche Richtung. Mademoiselle. Ui, der hat sich gelohnt. Der ultimative Knaller wäre doch jetzt mal so ein Minibike-Dingen oder so. Ich meine, ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, was wir hier finden, aber leider auch nicht das, was ich erhofft habe bisher. So, da geht noch eine Etage hoch. Die gucken wir uns auch noch an. Wie wir auch immer da hochkommen mögen. Uns da hochbauen? Sieht fast so aus, ne? Eine Stufe geht's hier nicht oder eine Treppe? Nö.
Okay, dann bauen wir uns halt da hoch. Können wir den auch benutzen, zack. Bauplan, einziehbarer Schaft. Haben wir den schon gelernt? So. Mal von hier vorne. Na, hast du den jetzt wohl dahin? Nur einer. Ach, da war die Stufe. Na, guten Morgen. Und gucken wir mal, was da ist. Da geht's raus. Und noch eine Kiste. Ein Handtäschlein. So. So, hier haben wir alles gehabt, ne? Hier. Hier geht's, oh, hier geht's runter. Okay, und noch ein bisschen rauf. Ein alter Fahrstuhlschacht. Okay. Da kommen wir bestimmt noch von einer anderen Richtung dran. Ist nichts mehr. Schön gemacht, das Haus. Könnte man auch bestimmt eine schöne Base draus bauen. So, dann geht's weiter hier in der Richtung. Wo geht's hier hin? Da kommen wir doch rüber, oder? Haben wir, glaube ich, aber auch schon. Ein Bogen. Oh. Freundchen. Ich glaube, ich spinne. So. Gut, dann hätten wir, glaube ich, die Etage auch komplett fertig. Dann können wir mal gucken, ob wir einen Keller finden. So, aber wir deponieren mal irgendwo ein paar Sachen hier. So einen richtig großen Schrank oder so hatten wir hier auch nicht, ne? Und die haben wir sogar noch vergessen hier. Wundervoll. Doof. Wie sieht's hier in der Garage aus? Da war die Werkbank, da waren wir auch noch nicht dran. Ist doch was. Ah, okay, Gärungsalkohol. Okay. Dann müssen wir vielleicht eine Kiste bauen und machen am Eingang direkt eine Kiste. Das ist, glaube ich, wesentlich besser, eine Kiste am Eingang zu setzen. Wir müssen halt mal nur gucken,
Essen kann ich den hier, dann habe ich ein bisschen Platz. So, mal eine fertigen. Zack. Da können wir den Krempel mal einschmeißen und uns in den Keller wagen. So, gut, Keller. Aber wo ist ein Keller? Ich habe genug. Stimmt jetzt, wo ich gerade nachdenke, habe ich noch gar keinen Kellerabgang gesehen hier. So, die Garage, da waren wir doch drin. So, da sind wir reingekommen. Hat die Bude gar keinen Keller? Da müssen wir doch irgendwie durch den Fahrstuhlschacht. Okay. Sieht fast so aus. Hier ist auch nichts drunter, ne? Kann man nichts sehen, ne? Also da ist schon was drunter, aber kein Abgang. Ein paar leere Gläser. Gut, ja, dann gucken wir mal. Da war die Kiste. So. Die Holzrahmen nehmen wir mit, da werden wir noch ein paar von brauchen, denke ich mal. Und dann bauen wir uns mal durch diesen Fahrstuhlschacht da. Wir müssen ein paar Holzrahmen machen. Noch mal eben ein bisschen durchleuchten hier. Hier sind wir fast unten. Ist keine Türe, oder? Doch, Türe. Gut, da gucken wir mal rein. Ach, da meine Güte, die ist auch noch riesig. Na, gehen wir erstmal weiter runter. So, da ist doch eine Luke.
Nein, nein, nein. Ach, auf mich zu hauen. So. Gut. Ene mene mu. Und das geht ja noch tiefer. Himmel, Herrgott. Wo bin ich hier gelandet? Cool. Ich weiß zwar nicht, wie ich hier jemals wieder rauskommen soll. Ohne mit 1000 Frames zu bauen. Glaube ich da jetzt nicht. Schöner Irrgarten. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da runterfallen möchte. Gut, meine Freunde. Schon aber einige zu sein. Ich geh tatsächlich nochmal auf. Na. Besser Arm dran als Arm ab, ne? Nur was mit dir? Stecken geblieben? Kleiner Freund? Also hier kann man natürlich alles wunderbar zerlegen. Hier ist eine Menge Elektronik und Gedöne drin. Alles? Ne, schaut so aus. Da sind wir gekommen. Gucken wir mal hier rein. Nee, mein Freund, ich hab dich gesehen. So, das wird jetzt tricky. So. Na, so. Okay. Wollen wir erstmal gucken, ob hier alles sauber ist soweit. Sieht aber so aus. Okay.
Ja, dann durch die Tür. Das ist fein. Eine riesengroße Kiste. Ich hoffe, mit viel drin. Und ich hoffe, vielleicht mit Minibike-Bauplan oder so. Oder Motorrad oder so. Das wäre ja mal eine coole Geschichte. Nö. Problem ist, ich bin gleich voll. Da waren. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal ein Fahrrad. Ist jetzt zwar kein Minibike, aber schon mal etwas. Gut, jetzt müssen wir mal eben gucken. So, mal eben gucken, was ich hier. Ich habe doch. Nehmen wir den 6er Helm auf jeden Fall statt dem 5er. Die können wir zerlegen. Lederstiefel können wir an die auch zerlegen, das ist Blödsinn, die aufzubewahren. Totengräbermod. Gut, gucken wir mal, dann nehmen wir den Scheinwerfer, nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, wir sind schon wieder voll. Muskelshirt kann auch zerlegen, zack. So. Ja, Papier tun wir raus, dafür nehmen wir den Scheinwerfer mit. Oh. Kaum schmeiße ich irgendwas raus und schon ist er wieder voll. Steinsperr zerlegen. Dafür nehmen wir den Scheinwerfer mit. So. Geht's hier wieder raus? Wäre ja cool. Gut, dann könnten wir ein Fahrrad bauen auf jeden Fall schon mal. Schon mal besser als gar nichts und besser als zu Fuß gehen. Okay, wir sind irgendwo. Aber eine coole Anlage hier, muss ich echt sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt zwangsläufig nach oben möchte, so wie sich das anhört, aber ich werde müssen. Ich werde müssen. Ja, ist klar. Ihr habt doch wohl Tinte gesoffen, oder? Dickerchen. Sag ich den weg und dann fällt mir einer um den Kopf hier. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her? Alter Schwede. Hier waren doch eben noch nicht so viele. Immer langsam. Oh, du bist aber ein zäher Bursche. Okay. Hm.
Ich war doch hier. Wo kamen die denn her? So plötzlich. Ohne Vorwarnung. Hier ist die Küche. Hier ist unser Ausgang. Okay. So, mal schauen, ob wir alles mitkriegen. Na, nicht wirklich alles, muss ich zweimal zurück. Ja? Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, ich bringe die Sachen zurück. Die Folge ist jetzt leider auch zu Ende. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend oder einen guten Morgen. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bleibt mir bis dahin gewogen. Euer Dexter. Bye, bye.